Heute werde ich nicht für Sie spielen. Ich will Sie auf einer Reise durch andere Länder begleiten und Ihnen diese Reise ohne Gepäck ein wenig erleichtern. Wir werden Szenen aus der Wirklichkeit fremder Länder sehen, kurze Episoden aus dem Leben von heute. Hier liegt Brasilien, ein großes Land in Südamerika. Dahin will ich zuerst mit Ihnen reisen. Dort wird uns die junge Donana begegnen und uns an einem kleinen, wichtigen Erlebnis teilnehmen lassen. Hier ist Italien, ein Land mit einer großen und mächtigen Arbeiterbewegung. Zu ihr gehört auch Giovanna und eine Episode aus ihrer Heimat, aus ihrem Alltag werden wir erleben. Und in der Sowjetunion werden wir sein, in Stalingrad, der nie zu vergessenden Stadt des Leidens und des Ruhms. Und wir werden teilnehmen an der Geschichte Nadeschdas, ihrer Liebe, ihrem Schmerz, ihrem Kampf, ihrer Arbeit und ihrem Glück. Unter den Millionen Frauen Frankreichs lebt Janine in einem kleinen Dorf. Des neuen und großen Chinas lebt eine junge Bäuerin, Yan Xiuhua. Diese fünf Frauen unterscheiden sich eine von der anderen. Sie leben verschieden, sie handeln verschieden, sie gehen jede einen anderen Weg. Aber sie gehen zu einem großen Ziel. Ihre Herzen und Hirne weisen die Wegrichtung in die Zukunft. So wie die Windrose allen Seefahrern, Piloten und Forschern, allen Suchenden den Weg zeigt, der zum guten Ziele führt. Don Cristobal braucht Landarbeiter für seine Hacienda. Die ist 800 Kilometer entfernt von hier an der Straße nach Sao Paulo. Es gibt genug Arbeiter in dieser Menge, aber sie würden fragen, wie viel Don Cristobal zahlt, und sie würden ihm ins Gesicht lachen. Der Fahrer wird ihm Landarbeiter liefern. Solche, die keine Fragen stellen. Er weiß, wo sie zu finden sind. Es ist nicht das erste Mal. Ein Mensch, der Geld liebt, ist immer bereit, andere Menschen zu verkaufen. Muito obrigado. Pode deixar que o resto eu acerto com o administrador como das outras vezes. Até logo. Wolken ohne Regen. Bauern ohne Brot. Vom Norden bis zum Süden des Landes, in jedem Jahr aufs Neue, versuchen ganze Familien von der Erde nicht mehr ernährt, ihr Glück in der Stadt.
Er wird sein Geld verdienen, indem er ihnen verspricht, sie nach Sao Paulo zu bringen. Vambora. Pra que tanta criança, seu moço? Pra trabalhar. Er wird mehr verdienen, wenn er sie nach Sao Paulo nicht bringt. Du trabalha também, mas só da música, hein, bichinho? Fahrer, gib acht auf Anna. Siehst du nicht, sie hat Augen zu sehen? Es wird besser sein, den Mann da am Rande der Straße zu lassen. Es ist schwer, Arbeiter zu betrügen. Lugar para mais um? Para onde vai? São Paulo. É daqui? Sou, mas trabalho lá. Sou operário. Eu vim ver a família. Bom, moço, lugar como tá vendo não tem, né? E ainda tem que fazer umas paradas no caminho. Mas se quiser ir umas léguas, a gente dá jeito. E quanto é? Bom, es ist ebenso schwer, sie am Rande der Straße stehen zu lassen. Vai mais depressa, hein? Que tu tem, menino? Pega aí, pode deixar. São Paulo? Não. Quanto cobra a passagem daqui até lá? 500. Dou 400. 400? Hã? Tá bom. Pode subir. Dá licença, meus irmãos. Dá licença. Diese ist arm an Geldscheinen. Só tenho 200. Reich an Hoffnung. Paga o resto em São Paulo. É 400 aqui. Arm an Münzen, reich an Freunden. A gente não pode largar ela aqui. Ela vai encontrar o marido. Todo mundo tem que ajudar. Só posso dar. Eu dou esses 10. Tá aí 2. Não tem. Ajuda aqui. Cada um dá o que pode. Aí que eu posso dar. Aqui só tem 360. Mas eu tenho que ir pra São Paulo. Meu marido tá lá. Marido, hein, bichinho? Não te mete na vida da outra. Depois a gente ajeita tudo. Vamos embora. Teu sonho pra mim, guarda teu sonho pra mim.
vai mais devagar. Meu parente, o senhor pode devagar mais um pouco? Aqui tem uma moça que está com dores. Inständig bitten Sie den Fahrer, die Güte zu haben und anzuhalten. Wenn es verweigert werden, ist die Bremsen tun. Acorda, Lorival. Vamos. Sie sind schon angelangt, aber Sie wissen es noch nicht. Noch können Sie friedlich schlafen. Noch können Sie träumen. Hey.
Die Hacienda Don Cristobals. Der Verwalter Don Cristobals. Tá aí outra leva. Quantos homens? Bastante. Mas teve que pegar duas mulheres buchudas. E uma teve até criança no Es sind zu viele Frauen und Kinder auf dem Wagen, aber es sind auch Männer dabei. Tu tá ficando velho. Antes só vinha gente pra trabalhar. O coronete deu alguma coisa? Da bleibt nur ihnen irgendetwas vorzumachen. Die schlucken alles. Sie sind hungrig. Tu sabe que eu sou legal. Tá bem, vamos ver a boiada. Tem muita mulher e muita criança. Não vai valer o dinheiro combinado, não. Foi o que eu pude arranjar. Tu sabe que muita gente já foi pra São Paulo e a seca ainda não chegou de vez. Daqui a algum mês, sim. Arranjo quantos homens tu quiser. Meu amigo aqui tem uma proposta pra fazer. Wird Ihnen erzählen, in São Paulo würden Sie keine Arbeit finden und er hätte Arbeit für alle. Aber wird Ihnen nicht sagen, wie viel seinen Arbeitern zahlt. Das wird Ihnen nicht sagen. Lá não tem mais emprego pra ninguém. O administrador tem razão. Ainda ontem chegou dois caminhões cheinhos de retirantes. Tá todo mundo morrendo de fome sem ter onde dormir. Vai ver que isso é verdade. Mas nós não queremos ficar aqui. Nós pagamos passagem até São Paulo. Dona Ana, por favor. Eu quero saber quanto nós vamos ganhar aqui. Já disse. Boa paga e bom passadio. Ele tá perguntando quanto? Moça, aqui não se acostuma a dizer quanto se vai ganhar. Estão vendo? Ele não quer nem dizer quanto é. Ja, das ist Sklavenarbeit. Nein, es gibt keine Sklaven mehr. Chega! Deixa um pouco pro patrão dele. Vamos embarcar, pessoal. Tu vai dirigindo até a primeira cidade e vai devolver o dinheiro de todo o pessoal. Tira o revólver do homem. Nada para dar para você. Só uma coisa que aprendi. É que quando a gente Er ist am Ende seines Weges. Jedoch sie werden sich wiederfinden, eines Tages. Alle Armen haben denselben Weg. Boa viagem.